herzlichen Dank auch fürs Wiederherkommen nach den Netzwerken, nach den Arbeiten rund um den digitalen Humanismus. Mir Verstärkung geholt. Großen Applaus für unsere Stadträtin Veronika Kaup-Hasler, amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Wir arbeiten ja heute und morgen daran, von der philosophischen Seite des digitalen Humanismus Schritte nach vorne zu gehen, auch mit der Unterstützung der Förderungen des WWTF und der Wirtschaftsagentur in die Unternehmen. Aber da fehlt ein wichtiges Element, nämlich wie können wir es auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt machen, wie können wir es rüberbringen. Und da haben Sie eine Überraschung für uns, da wurde vorgearbeitet und Sie präsentieren uns hier etwas. Ich darf Ihnen das Wort geben und zur Seite treten. Danke, Frau Stadträtin. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf unter Menschen, die sich wahrscheinlich sehr viel intensiver und kontinuierlicher mit diesem Thema auseinandersetzen. Die Stadt Wien hat ja sich im Bereich der Wissenschaft ganz stark jetzt fokussiert auf das Thema des digitalen Humanismus. Und natürlich wissen wir oder alle Geisteswissenschaftler unter uns, dass der Begriff des Humanismus auch ein diskutabler ist. Ja, wir verwenden ihn aber jetzt wirklich sozusagen nicht in seiner ganzen historisch-kritischen Dimension, sondern schälen etwas Zentrales heraus, nämlich dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Das ist das, was wir unter Humanismus in diesem Feld jetzt verstehen. Und das ist, wir brauchen nämlich auch eine Sprache, die klar macht, wohin die Reise in diesem Bereich gehen kann, als in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Und allzu lange haben wir ja sehr passiv und staunend, am Anfang nur staunend und mit dem großen Hoffnungsversprechen sind wir, zumindest meine Generation, dem Internet und der digitalen Welt gegenübergestanden. Das Hoffnungsversprechen einer großen Demokratisierung, die mit dem Internet einhergeht, das Wissen der vielen und so weiter, alle diese Schlagworte, mit denen diese ganze digitale Welt verbunden war und zu unserem unglaublichen Erschrecken haben wir festgestellt, dass die Machtverhältnisse und Hegemonien, unter denen diese Welt auch leidet, nicht nur reproduziert wurden, sondern sozusagen fokussiert und verstärkt wurden. Und allzu lange hat die Politik in ganz stark natürlich auf europäischer Ebene diesem Treiben der wenigen wenig entgegengesetzt, ja. Und wir haben diese Silicon Valley Kraft sozusagen und die Dominanz dieser Ebene, einer privat gesteuerten Ebene, und die Gesellschaft als solche hat zu wenig hier regulierend eingegriffen. Und was hat das erzeugt? Das hat einerseits erzeugt, dass wir wirklich driven sind in so vielen Bereichen, auch über Social Media und was Social Media, was auch am Anfang eine tolle Geschichte war, nicht? Also ich kann mich auch noch erinnern, die ersten Facebook-Einträge und Let's be friends und was man möchte, was man liked oder nicht liked, ja. Das hat sich aber verselbstständigt und ist zu einem maßgeblichen politischen Akteur geworden und hat auch die traditionellen Medien und die traditionellen Formen von Öffentlichkeitsarbeit völlig unterwandert, untergraben. Und man kann natürlich darauf reagieren, indem man sagt, ich bin Abstinenz, ich ziehe mich total zurück, oder wir können uns als Akteure begreifen. Das ist ein bisschen so David gegen Goliath, aber ja, wir müssen lauter Davids werden und Davidinnen, ja, und müssen schauen, wie wir als Gesellschaft zu anderen Formen der Regulierung kommen können, die aber produktiv gemacht werden. Und das bedeutet auch, nicht nur in unseren jeweiligen akademischen Blasen zu verbleiben, sondern
immer mitzudenken, dass wir Sprechende sind für eine breitere Bevölkerung, dass wir sie mitnehmen, dass wir die Zweifel, die Ängste der Menschen, die einfach da sind, die sich teilweise in Resignation üben und sagen, ich kann da eh nichts mehr, das ist alles zu übermächtig, ich bin, muss meine Daten ausliefern und so weiter. Was kann ich als Einzelne dagegen tun, dass wir auch die positiven Möglichkeiten dieser Digitalisierung aufzeigen. Und daher ist für mich eine, also erstmal Gelder in die Forschung zu stecken als Stadt ganz, ganz entscheidend. Also wir haben ja unser Wissenschaftsbudget maßgeblich erhöht und ich werde nicht müde, auch an weiteren Erhöhungen zu arbeiten, weil wir hier auch gegen eine zunehmend verschwurbelte Wissensgenerierung arbeiten müssen. Wir müssen faktenbasiert mit Wissenschaft und im Vertrauen auf die Ergebnisse der Wissenschaft müssen wir einfach Gesellschaft gestalten. Und daher viele Forschungsgelder von unserer Seite in den Bereich des digitalen Humanismus. Auch Forschungsangebote, gerade das geht wirklich parallel einher für Wissenschaftsvermittlung, Forschungsangebote und Calls im Bereich Democracy in Progress. Das ist alles letztendlich eine große Erzählung, wo wir auch gegen die Demokratiemüdigkeit und das Misstrauen in Politik und in politische Instanzen, in das Wesen des Parlaments, dass er durchaus auch von Regierenden befeuert wurde und wird, ja, dagegen anzuarbeiten und sagen, nein, wir verteidigen dieses immer angreifbare Gefüge. Das ist angreifbar immer und dass es nie zum Ende kommt, das ist auch klar. Aber wir als Gesellschaft versuchen hier wieder einen Zugriff zu haben. Und daher ist diese Broschüre, die von vielen erstellt wurde, und da muss ich Franz Oberndorfer ganz besonders danken, ich sehe ihn jetzt gerade nicht, ist er da? Nein, ist nicht da, aber seinen wunderbaren MitarbeiterInnen, ja, und allen, die jetzt versucht haben, sozusagen diese Themen aufzugreifen, ob das Gesundheit ist, ob das in unterschiedlichen Bereichen des Lebens ist, hier erstmal zu erklären, was das ist. Ja, versteht ja keiner. Was soll das heißen? Digitaler Humanismus. Und das habt ihr, glaube ich, großartig, hatte es nur in einem Ausdruck, aber jetzt freue ich mich sehr, dass das eben auch nachvollziehbar ist im Thema also Teilhabe, Arbeit, also alles das, was uns auch wirklich eine Zukunftszuversicht auch gibt in Zeiten, die ja wirklich für uns alle herausfordern. Alle. Und es gibt also genug Anlässe und Möglichkeiten zur Depression, aber ich bin Gott sei Dank persönlich unbegabt, weil ich einfach auch der nächsten Generation nicht zumuten kann, dass wir, die wir jetzt in einem ziemlich, ich würde mal sagen, Erwachsenenalter sind, dass wir die sind, die die Depression weitergeben. Wir müssen das Gegenteil sein. Wir müssen eigentlich jetzt die sein, die an der massiven Änderung der Verhältnisse arbeiten, die auch Zukunft denken können mit der nächsten Generation. Und von daher danke ich allen Menschen, die, egal wo sie jetzt in der Gesellschaft tätig sind, in der Wissenschaft tätig sind, in der Stadt Wien tätig sind, im Wissenschaftsbereich, in der Schule, in der Bildung natürlich ganz stark, dass sie zu Akteuren werden dieses Feldes und Akteurinnen, die sozusagen eine andere Erzählung beginnen. Und wenn Wien da so als Impulsgeber mitwirken kann mit diesem Manifest auch des digitalen Humanismus, dann finde ich das ganz, ganz wichtig. Ich werde auch in New York, jetzt auf der Columbia haben wir einen Workshop und im November und im Oslo Cultural Forum, wir versuchen also das Thema weiterzutragen. Nicht so, dass wir sagen, außer uns denkt niemand an diese Themen, sondern die liegen in der Luft. Die liegen eindeutig in der Luft und das ist ein großes Anliegen auch der Wissenschaftscommunity, auch der IT-Community. Und deswegen auch, am Ende möchte ich nur erwähnen, auch die Ermutigung, speziell Frauen in die IT zu bringen, auch durch diesen Hedy Lamarr-Preis, wo wir sagen, wir brauchen eine schön bunt gemischte Gemeinschaft, die an diesem Thema arbeitet, weil dieser Überhang ist einfach ungesund. Wenn es einfach 93%
mindestens sind, die männlich sind, bei aller wirklichen, tief empfundenen Freude am anderen Geschlecht. Ich glaube, die Welt ist breiter, weiter, bunter. Es gibt Sternchen und andere Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, durchs Leben zu gehen. Und wir brauchen ein Abbild dieser Gesellschaft, wenn wir es richtig machen wollen. Und von daher danke ich Ihnen für die Teilnahme. Danke dafür, dass Sie auch Botschafterinnen sein werden für diese Broschüre und wünsche alles Gute für die DigiDays. Vielen herzlichen Dank, Frau Stadträtin. Der internationale Kontext, so wie Sie ihn angesprochen haben, der wurde auch am Vormittag schon angesprochen. Wir haben auch viele Besucher, auch aus Berlin zum Beispiel. Wir wurden auch von Julian Niederrümelin hervorgehoben als eine Stadt, die das zu einer politischen, einer verwaltungsstrategischen, einer Community-Angelegenheit gemacht hat. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und vielen Dank, dass Sie das auch ermöglicht haben, dass so viele Menschen zusammenkommen und diese Broschüre gestalten konnten. Vielen lieben Dank, Frau Stadträtin. Dankeschön. Gerne noch einmal Applaus. Oh ja.